Also, ich wollte mich herzlich bedanken, dass ich die Firma Reinkes heute in Hameln besuchen durfte. Das ist German Mittelstand. German Mittelstand ist ja eines der ganz wenigen deutschsprachigen Worte, das Eingang in die englische Sprache gefunden hat, weil es gibt eine große Gruppe von Unternehmen in Deutschland, die sind gar nicht mal so groß, die sind sehr international aufgestellt, die sind sehr innovativ und die sind auf kleinen Märkten sehr erfolgreich. Und ich habe gestutzt, als ich gelesen habe, dass wir den Produzenten von Schiffsgetrieben in Hameln besuchen, weil ich gedacht hätte, in Hameln gibt es viele Vorzüge, aber nicht unbedingt Schiffsgetriebe. Ich habe gelernt, dass das natürlich seine Geschichte hat und damit komme ich auch zur Besonderheit, die Reinkes vielleicht noch abhebt von typischen anderen Mittelstandsunternehmen. Der Gründer, Herr Reinkes, hat nämlich offenbar aus Emmerich vom Niederrhein kommend nach Hameln eine so große Liebe zu seiner zweiten Heimat gefunden, dass er das Unternehmen einer Stiftung vermacht hat. Was natürlich für das Unternehmen klasse ist. Jede Menge Unabhängigkeit gibt auch große Stabilität, was dazu führt, Sie sagten es, dass Sie sich manchmal einfach auch so fühlen als Teil der Stadt. Und ich finde, das ist auch etwas, was man wirklich gut hervorheben kann. Und zum Schluss möchte ich mich nicht nur für den Besuch bedanken, sondern natürlich auch was hinterlassen. Früher nach Fußballspielen gab es den Trikottausch. Jetzt können wir mittlerweile ja zum Maskentausch übergehen, weil jeder, der was auf sich hält, natürlich in seinem ganz persönlichen Corporate Design auch eine Maske hat. Deswegen überreiche ich Ihnen sehr gerne hiermit die Landesmaske. Vielen Dank. Und ich überreiche Ihnen dann offiziell die Reinkes-Maske. Die können wir jetzt ja aufziehen. Was? Ich tausche jetzt mal. Guck mal, jetzt würde ich ja vieles falsch machen beim Masken aufsetzen. Geht.